Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Folge Crusader Kings 2 mit dem Hause Cerdasing bzw. Dynasty Cerdasing und dem Hause Wessex. Von Schatten verfolgt. Was macht sie denn hier? Ich werde hinter ihr herschleichen. Der Lohn des Lügners. Ja, er wird ein kleiner, hinterlistiger Bastard. Ich schaffe es, Herzogin Eleonore geräuschlos zu folgen. Sie eilt mehrere Gänge hinunter und nach einigen Minuten geht sie zielstrebig vorbei an meinen Gemächern und in den Garten. Nun, es ist tatsächlich eine wunderschöne Nacht. Okay. Was gibt es da? Haha. Das machen wir. Wir gehen mal diesen Pfad hier runter. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich kapiere das nicht. Also, so richtig durchsteigen tue ich jetzt hier nicht. Okay, gut. Bringt uns noch ein bisschen mehr Kohlen. Naja, das machen wir besser nicht. So, Heirat arrangieren. Was willst du? Du willst deinen Sohn? Sehe ich das richtig? Meiner Tochter vermählen. Ja, machen wir. Ich meine, das Byzantinische Reich ist einfach, es ist einfach ein Wahnsinns-Gegenpol für uns gegen Frankreich. Ich meine, wenn wir mal gegen Frankreich in den Krieg ziehen, dann gibt es wohl im Moment, muss man mal fairerweise so sagen, keinen besseren Bündnispartner. Außer vielleicht noch ihn hier. So. Die Bretonen und der Fürst hier. Sie hat keine Kohle. Er hat ein bisschen Kohle. Und sie hat, na, sie hat durchaus ordentliche Mittel. Vielleicht nicht das Ziel erster Wahl. Mhm.
Jean von Berry. Herzog. Heirat arrangieren. Sie ist halt schon ziemlich alt, ne? 53. Sie sind verwandt und ihre Kinder könnten inzüchtig sein. Sind wir denn verwandt? Ich meine direkt verwandt. Wir sind gar nicht verwandt. Ich glaube nicht, dass wir verwandt sind, um ehrlich zu sein. Warte mal. Sie ist doch nicht mal aus unserem Haus. Doch, scheinbar. Kinder, das ist ein Cousin von mir. Sollen wir das wirklich machen? Ich weiß ja nicht. Es kann eigentlich nicht sein, dass die inzüchtig sind. Es kann eigentlich nicht sein, weil ihr Mann, von denen sie scheinbar mehrere hatte, oder? Das war mein Onkel. Genau. Und der Onkel nämlich der Onkel von uns Also der hier ist tot. Der ist auch tot. Nee, nee, Leute, das passt schon. Wenn wir sie mit unserem Sohn verheiraten, ich meine, Kinder kriegen die eh keine mehr, dann ist das Erste, was er machen wird, er wird seine Alte umbringen und sich scheiden lassen. Titel aberkennen. Ich glaube, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir werden sie tatsächlich mit unserem Sohn verheiraten. Und schicken den Vorschlag mal ab. Mal gucken, was passiert.
Ausgezeichnet. Und er ist ein Ränkeschmied, also ihm sollte es nicht schwerfallen, sie dann am Ende wirklich hops gehen zu lassen. Gut, dann lassen wir es mal weiterlaufen. Kunde aus fernen Ländern. Schnelle Hinrichtung. In jedem Fall. Gut gemachte Arbeit. Ich kann zwei. Okay, alles klar. Na, schauen wir mal, wie weit wir da noch runterkommen. Mhm. Wenn die Zeit reif ist. Kein direkter Effekt. Nö, gebt die Idee auf. Wir bauen weiter unseren Hauptsitz aus. Das sparen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen. Was ist denn eigentlich mit dir? Können wir dir den Krieg erklären? Ja, können wir. Herzogtumseroberung. Vasallenzwang. Kostet uns Prestige. Oh, das machen wir doch glatt mal. Wir werden unsere Truppen ausheben. Und gucken dann mal, was passiert. Sammeln sich gerade 9 Tage. 7. Jetzt lassen wir die gehen. Für 100 lasse ich sie gehen. Moment mal. Wir gucken mal, was da passiert. Da könnte eine interessante Entwicklung rauskommen. Weil ich denke mal... Ich weiß gar nicht, was mit dem Ehemann passiert, wenn wir da den... Das checken wir nochmal ganz kurz. Wenn wir den umbringen, dann wird wahrscheinlich der nächste Sohn und so weiter. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Wahrscheinlich können wir hier das Verlöbnis
Ja, das können wir leider nicht machen. Feindliche Armee. Wir erobern jetzt erstmal das hier. Vasall gibt sich der Ketzerei hin, aha. In den Krieg rufen. Einen Krieg auswählen, in den Häuptlingkiller. Nö, brauchen wir doch gar nicht. Brauchen wir doch gar nicht. Das schaffen wir schon alleine. Das schaffen wir schon alleine. Ich glaube, das war ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Weil nur weil ich jetzt ihr Mann bin, heißt das noch lange nicht, dass ich erbe. Weil das Erbe an sich hier weitergegeben wird. Dann kann ich eigentlich... Vasall entziehen. Könnte annehmen. Wir machen das mal so. Wir gehen mal hier auf die Suche. Wo war es jetzt nochmal? Hier. Der soll hier ein bisschen rumschnüffeln. Und hier unser Krieg, der läuft ja einigermaßen fresh. Fresh in die Dash. Ohne Güte zerfällt diese Welt. Mitfühlend. Das ist Tugend. Ja, ohne Güte zerfällt diese Welt. Der eine so und so, der andere so und so. Ich werde die Sache finanziell maximal unterstützen. Aufgeben. Wir gucken lieber nochmal, was unsere Vasallen machen. Eigentlich sind die alle ganz gut bei der Stange, muss man sagen. Stamm. Ihn hier könnten wir nochmal beeinflussen. Achso, und guck mal, ich glaube, wir sollten vor allem hier jetzt mal auf das umschwenken, dass wir noch ein bisschen mehr Kohle machen, ich glaube. Ja, da tut sich eigentlich nichts. Ich habe hier immer Soundbugs und ich weiß nicht warum. Das kommt häufiger vor, würde ich sagen. Komme ich da Eigenschaft unbedacht? Boah, monatliche Einnahmen, vergiss es. Ich muss stark sein. Und mich gegen solche Impulse wehren. Wann kann ich denn hier wieder eine Jagd veranstalten? Eigentlich relativ zügig, da geht es nur ums Geld. Wir probieren das. Hört ihr diese Bugs eigentlich auch? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So.
das hier ist mein Krieg. Und mein Gebiet, das ich einnehmen werde. Der Fluch endet. Und keinen Tag zu früh. Wie viel? 35 Anspannung, ne? Ist doch ordentlich. Es fehlen jetzt auch nur noch 10. Bei meiner Tätigkeit am Hof von Prinzessin gelang es mir nicht nur etwaige Geheimnisse. Oh. Ja, komm, kümmert euch darum. Du bist die Haupterbin. Sie sind zu dem Kateratum gewechselt, aha. Wir werden dieses Verlöbnis brechen. Tut mir leid. Mein Sohn ist dafür zu gut. Okay. Einstweiliges Misstrauen. Hofspitzel. Ja. So, wir haben ja diesen Kampf haben wir gleich geschlagen, würde ich sagen. Nur vorsichtig sein. Das Doofe ist, ich weiß halt jetzt nicht genau, das Reich verliert Vasallen, wenn Vasallen sterben. Und hier steht, wir verlieren das. Gut, jetzt steht hier wieder ein anderer Haupterbe drin. Vasalle in unserem Reich. Warum der das jetzt erbt und nicht eins ihrer Kinder, ist mir zwar ein Rätsel. Haupterbe von Leon, okay. Ah, die lassen wir schon wieder raus. Wir müssten jetzt eigentlich gleich Verteidiger des Glaubens. Sohnemündel. Ich glaube, der war mitfühlend und als religiöser Eiferer. Na, ja, das ist so ein
göttlicher Schlacks. So, Sünewolf von Wessex ist flügge geworden. Dann werden wir unserem Spielererben erstmal eine tolle Frau suchen. So, Bündnismacht. Lombardisch. Fruchtbar. Fruchtbar. Eigenschaft. Gibt es da welche? Eine mit 38 Jahren. Ne, das ist nichts. Hinterlistig. Gefühllos. Und sprunghaft. Altersunterschied maximal 5 Jahre. Erwachsen alle. Erwachsen. Dadurch haben wir das jetzt schon ein bisschen eingeschränkt. Bayerisch. Haben wir da irgendwas dabei, was unserem Charakter entspricht? Tü-tü-tü-tü. Alle. Das ist sie hier. Wie schnell sie doch flügge werden. Ja. Das ist da oben drin, okay. Griechisch, fränkisch. Okay, sie ist sprunghaft. Hinterlistig und gefühllos. Die und was ist sie noch? Zufrieden. Sie ist griechisch. Macht mir das was aus? Gefühllos. Sprunghaft ist sie auch. Und gierig. Mögliches Bündnis mit Felix. Ich glaube, die wird's. Den Vorschlag schicken wir mal ab. Das ist jetzt nicht das Riesenbündnis, aber wir brauchen ja hier vor allem auch eine gute Frau für unseren Jungen. Der soll ja hier nicht verschütt gehen und hier werden wir jetzt einfach mal die Forderung erzwingen. So sei es. Und damit haben wir jetzt hier mal ein Statement geschaffen. Und können jetzt vor allem unsere Truppen mal auflösen. Ja. So schaut es nämlich aus. Und jetzt, oh, unser Reichskanzler ist scheinbar nicht mehr unter uns. Philippa von York. Mächtig. Was bringt uns denn das?
Ja, komm. Mach du mal. Heimische Angelegenheiten. Okay. Hundert, 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 nochmal hundert. Das ist manchmal ein bisschen so klicky hier. Auch 100, okay. Dann können wir tatsächlich eigentlich aus meiner Sicht entweder hier. Bisschen Kontrolle herstellen. Da gehen wir mal auf Domänenverwaltung. Ausgezeichnet. So. Hier haben wir das Pontifikat, hat sich hier auch in England reingebreached. Weil gegen die allerdings Krieg führen, ne? Gegen den Papst Krieg zu führen, ist halt echt bitter, ne? Aber ich befürchte, früher oder später wird uns da wohl nicht viel anderes übrig bleiben. So, was ist mit dir? Du führst gerade Krieg und hast noch einen Verbündeten und keinen kleinen, wie mir scheint. Und du? Das ist gar nichts. Das ist gar nichts, das ist gar nichts. Sollen wir uns Alster noch unter den Nagel reißen? Das ist halt jetzt die große Frage. Ich habe bereits Gold gespendet. Ja. Ja, mehr muss. Ja, gut, es kann vielleicht. So. Guck mal, das ist nämlich trotzdem bei uns drin geblieben. Oder warum ist das jetzt wieder anders? Hey, ich steig da jetzt überhaupt gar nicht mehr durch. Jetzt ist sie plötzlich raus, oder was? Jetzt ist nur noch er hier. Das erbt doch auch einer von meinem. Wieso sollte das rausfliegen? Ja, ich komme nicht. Ich glaube, das ist hier buggy. Lass mal das mal laufen. Hauen wir raus. Hauen wir auch raus. Nö, Königreich von Wales. Ah, jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil in der Erbfolge, wenn es zwei Königreiche gibt. Ist immer schwierig. Also was halt. Behalte das Gold. Der mag uns sowieso hin.
Aber das würde uns stressen. Und Stress können wir gerade eh nicht gebrauchen. Behaltet das Gold. Wir gehen nämlich stattdessen erstmal auf die Jagd. Lass das Horn erklingen. Ist sie nicht auch so eine Verbrecherin hier? Gerade als meine Vasallin Vögtin Svenburg und ich einen Hügel erklimmen, hören wir es. Das Knacken von Ästen, das Rascheln im Unterholz, Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Hirschbock kommt direkt auf uns zu. Der Weg des Tiers endet hier vor mir. Prestige. Hilfe, tut doch was. Auch nicht schwieriger zu handhaben wie ein brüskierter Höfling. Ey, ja klar, Anspannungsverlust, weg damit. Wir kehren gestärkt nach Hause, jawohl. Insofern hat sich das schon gelohnt. Machen wir auch in jedem Fall. Gicht geplagt. Oh Mann. Ein wenig besser. Ausgezeichnete Leistung. Ja, das verleihen wir dann halt auch jemanden, ne? Würde nochmal null Besitztumssteuern. Ja. Das könnten wir tatsächlich verbessern. Das hier noch nicht, aber das könnten wir auch verbessern. Da jetzt schon was bauen? Eher nicht, ne? Ja, wir sparen einfach noch mal. Komm, wie beeinflussen wir? Aber ganz ehrlich, ich glaube, was wir auch machen können, ist nämlich diesen Pfad hier verlassen. Ich glaube, das ist tatsächlich... Für einen Notfall können wir das jetzt, aber... Wir machen jetzt lieber das. Das Problem ist, sind wir irgendwie großzügig? Nee, ne? Doch, wir sind auch noch großzügig. Scheiße. Trotzdem, so ein paar Sachen können wir da schon noch verbessern. Das Kleinkönigreich von Wessex.
Der ist sowieso gütig. Der kriegt nämlich das Kleinkönigtum von Wales. Zusammen mit dem hier. Ja, der kriegt da alles, ne? Wahnsinn. Das liegt damit zusammen, dass wir das jetzt erschaffen könnten, es aber nicht tun. Und weil wir es nicht tun, wird es dann automatisch vom Spiel letzten Endes gemacht. Aber das können wir jetzt auch nicht ändern. Das passt schon. Aber das spricht eher dafür, dann hier entweder weiter Besitztümer auszubauen, indem wir zum Beispiel eine Stadt hier errichten. Oder eben noch eine Burg. Eure Kultur hat das Interesse, Antrittsplätze entdeckt. Okay, cool. In den Krieg rufen, er gerufen.